Panflam ist ein Pokémon mit dem Typ Feuer, existiert seit der vierten Spielgeneration und ist die Entwicklungsstufe von Panpyro und Panferno. Neben Chillast und Plinfa ist Panflam eines der Starter-Pokémon aus der Sinnoh-Region und kommt damit als Starter in Pokémon Diamant, Pearl, Platin, strahlender Diamant und leuchtende Perle vor. Panflam ist ein zweibeiniges, schimpansenartiges Pokémon. Sein Körper ist von hauptsächlich orange gefärbtem Fell bedeckt. Gesicht, Ohren, Brust, Bauch, Hände und Füße sind hingegen nackt und von Beigerfarbe. Panflams Ohren sowie seine Augen sind im Vergleich zu seiner Körpergröße relativ groß. Die Nase wird hingegen durch zwei kleine Nasenlöcher angedeutet. Im Oberkiefer findet man zwei spitze Eckzähne. Auf seinem Kopf hat dieses Pokémon ein abstehendes Haarbüschel, das an eine Flamme erinnert. Panflams Vorderpfoten weisen fünf Finger auf, während seine Hinterpfoten nur drei Zehen besitzen. Anstelle eines Schweifes findet man gelb bis rot lodernde Flammen. In der Shiny-Form ist Panflams Haut in einem rot-rosenen Farbton gehalten, während der Bauchbereich und das Gesicht etwas heller erscheinen. Panflam ist im Allgemeinen ein sehr flinkes und bewegliches Pokémon, das steile Felsvorsprünge erklimmt. Diese Beweglichkeit zeigt Panflam im Kampf auch in Form der Attacke Akrobatik. Die Gase im Bauch dieses Pokémon sind entzündlich und ermöglichen den Einsatz von Feuerattacken wie Glut, Feuerwirbel oder Flammenwurf. Feuerattacken werden durch Panflams Fähigkeit Großbrand um 50% verstärkt, wenn dieses Pokémon nur noch ein Drittel oder weniger seiner maximalen Kraftpunkte hat. Werden Kraftpunkte regeneriert, normalisiert sich die Stärke wieder. Wie alle Feuerstarter-Pokémon ist Panflam auch mit genügend Zuneigung dazu in der Lage, von einem Attackenlehrer die Attacke Feuersäulen zu lernen und richtet im Kampf nicht nur größeren Schaden an, sondern gehört auch zu den Kombinationsattacken. Panflams versteckte Fähigkeit Eisenfaust erhöht die Stärke aller Angriffe, während deren Ausführung mit der Faust zugeschlagen wird, wie zum Beispiel Tempohieb um 20%. Panflam findet man hauptsächlich auf Bergen und insbesondere auf Vulkanen. Die Flammen an Panflams Hinterteil werden selbst durch Regen nicht gelöscht und werden durch Gase genährt, die im Bauch dieses Pokémon gebildet werden. Bevor sich Panflam schlafen legt, löscht es die Flammen, um mögliche Brände zu vermeiden. Brennen die Flammen schwach, deutet dies darauf hin, dass Panflam krank ist. Dabei ist Panflam ein Basis-Pokémon und die Vorentwicklung von Panpyro, welches sich wiederum zu Panferno entwickeln kann. Im Zuge der Entwicklung erhält es zusätzlich zu seinem Feuer, dem Kampftyp. Nach der Entwicklung zappelt es nicht mehr so herum, sondern gewinnt an Kampfkraft und Konzentration. Dadurch wird es um einiges stärker und kräftiger. Die kleine Flamme auf seinem Rücken wird zu einem Schweif mit einer Flamme am Ende und der Hautton wird etwas dunkler. In den Spielen wird dabei die Entwicklung von Panflam zu Panpyro auf Level 14 und von Panpyro zu Panferno auf Level 36 ausgelöst. Und mit seinem Typen Feuer nimmt es halben Schaden gegen Käfer, Stahl, Feuer, Pflanzen, Eis und Feeattacken, doppelten Schaden gegen Boden, Gestein und Wasserattacken und der Rest macht normalen Schaden.